So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ne? Aus meiner Küche, wie ihr seht, habe ich mit Photoshop hinten nämlich bearbeitet, dass das so aussieht, als wäre das draußen. Und in Wirklichkeit sind wir auch draußen. Da sitzt auch Pupsi, die dürfen wir wieder nicht zeigen. Und eigentlich ist mir richtig schlecht, denn heute ist the day after tomorrow. Eigentlich hätte heute ein Stream sein müssen, aber irgendwie war der nicht, weil ich war irgendwie nicht da. Und ich kann jetzt auch erst wieder reden. Und bis ihr das Video seht, da ist es eh schon 2 Jahre her und dann wisst ihr gar nicht mehr, um was es ging. Und deshalb haben wir heute was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollten nämlich heute eigentlich grillen und endlich mal diese komischen Erdbeerwürste machen. Aber was haben wir denn hier noch Feines? Sieht das bei euch auch immer so aus? Hier habt ihr leckere Brat- und Grill-Fahler, Taler, ne? Ihr habt da reduziertes Hartz-IV-Fleisch. Hier die Original Meininger Bratwürste. Da habt ihr noch Walder Pops Gurkensalat, Diablo Meckle Butter. Da dreht sich mir gleich wieder der Magen rum. Der gute Tanga darf natürlich nicht fehlen vom Biala, ne? Immer frisches Leitungswasser drin. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Hier sind nämlich die Würste drin. Ich hab das mal aus letztens in einem Unboxing-Video gezeigt von Karls Erdbeerhof, ja. Karls Erdbeer Bratwurst mit Original Karls Erdbeeren. 5 Stück, 500 Gramm. Und die sind voll günstig. Die kosten nämlich 5,50 Euro. Plus nochmal 5 Euro Versand. Und ja, die wollen wir heute eigentlich mal grillen, mal machen. Dafür müssen wir dann aber hier rüber gehen. Und die können wir dann jetzt hier drauf werfen und dann mal anmachen. Und das ist hier übrigens der Garten. Das ist ein Tisch und das ist noch ein Tisch. Und Da sind wir damals von der Garage runtergesprungen, als wir noch Wrestling gemacht haben. Und das ist so hier der Restgarten, wo ich da mit dem Iswo im Pool rumgehangen habe. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig alles aus. Oh. Und jetzt erstmal der schwierige Teil. Wir müssen nämlich erstmal den Grill anschmeißen und dann 5 Bratwürste grillen. Und dann gucken, wie die schmecken. Und das testen wir dann. Da kann die Mama auch eine probieren. Der Bob kommt vielleicht auch. Steht jetzt noch nicht fest. Furzbob kennt ihr ja vielleicht. Furzbob, wenn der kommt. Vielleicht probiert er auch mal eine, sagt seine Meinung dazu. Wir machen jetzt schön den Grill an. Schuhe am Start, alles super. Da oben kommt Moped. Wir melden uns dann gleich zurück, wenn die Wurst fertig ist. Oder wenn wir sie mal drehen oder irgendwas. So, und was sehe ich? Keine Erdbeerwürste. Seht ihr Erdbeerwürste? Ich sehe keine Erdbeerwürste, die stehen nämlich. die liegen nämlich immer noch hier. Aber das Gute ist, der Bob ist jetzt da. Und der Bob und die Erdbeerwürste, die passen sehr gut zusammen. Das heißt, ich muss immer noch warten. Und Mann, habe ich jetzt Lust hier auf die blöden Erdbeerwürste. So, nachdem wir eben ja so gute Laune hatten, kommen wir jetzt hier mit richtig Ansporn zurück. Wir haben jetzt nämlich hier mal die Bratwurstpackung aufgeschnitten. Die sehen so aus, die riechen nach Erdbeeren. Wenn ihr wisst, wie Erdbeeren riechen, dann wisst ihr es. Jetzt tut Pupsi die nämlich da raus. Erstmal wichtig natürlich, die Packung da hinten haben und dann erstmal die Bratwurst 10 Meter durch die Gegend tragen, anstatt man es einfach direkt über dem Rost rauswirft. Ne? Oh, die sind schön schleimig. Ich kann die auch einfach alle da drauf schmeißen. Wir wollen jetzt hier keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, deswegen machen wir einfach so, wurscht. So, und die, den restlichen Sack aus dem Beutel rausgeschossen. Juhu, guck mal, es brennt. Also jetzt sieht man es nicht mehr gut. Das sind also Karls Erdbeerbratwürste, das sind noch die Meininger. Haben auf jeden Fall eine schöne Farbe. Jetzt müssen sie nur noch nach irgendwas schmecken und dann würde ich sagen, melden wir uns zurück, wenn wir das essen und dann habe ich auch wieder eine andere Laune. Ich komme dann in den Tränenmodus und esse dann die ganzen Bratwürste. Ganz traurig. Nein, keine Ahnung. Die frische Luft tut gut, sagen wir es mal so. Na Mann! So, die Wurst ist also fertig. Die sieht jetzt hier so aus. Ich werde die gleich auch noch testen. Gleichzeitig wollen die anderen mal testen. Ich filme nur auf die Teller. Los, probier mal und sag mal, wie es schmeckt. Wir müssen nämlich die Leute zensieren, indem wir einfach nur... Ihr denkt euch jetzt das Gesicht, was abbeißt. So. Ich
Alles klar. Am besten, der Bock, wir müssen noch filmen. Am besten, ihr kaut schon und isst schon. Ich kann ja so lange hier das rüber. Das schmeckt nicht wie Erdbeere. Nicht wie Erdbeere? Eher wie Kellertreppen. Wie Kellertreppen. Na, Erdbeeren sind doch erdig. Ach, mein Gott. So, und wie schmeckt's dir, Monsieur Bier? Ich wollte es nicht essen. Guckt euch mal die schönen Teller an. Ach, sind die herrlich. Aber mit Senf geht das. Mit Senf. Ich werde es ohne irgendwas und dann passt das schon. Und? Ja, nach Erdbeer schmeckt es nicht, aber... Nach Erdbeer schmeckt es nicht aber, wunderbar. Das aber, ist aber, es schmeckt, aber mir schmeckt es trotzdem irgendwie eigentlich. Doch, so, man kann es essen. Aber hier noch ist... Schmeckt es überhaupt noch Bratwurst? Ja. So, wir sehen ein Gesicht, was sich verzieht. Jetzt wird die Faust ins Gesicht geschoben, also... Ich blick da nicht durch, keine Ahnung. Ich habe mich zwischendurch jetzt... Schmeckt überhaupt nicht. Ich muss nur mit Senf. Das Einzige ist halt, dass so. Wir haben die jetzt hier so. Knusprig gebraten ist. Das ist wir schneiden die jetzt mal auf. Und die ist innen drin natürlich rot und erdbeerig. Darf ich mir das hier noch gönnen? Die ist außen halt komplett schwarz und knusprig. Jetzt schneiden wir mal ein Stück raus aus der Mitte. Es dampft auf jeden Fall. Also ich finde trotzdem, dass es wenigstens eine süßliche Note hat, wenigstens vom Geruch. Also süßlich riecht es eigentlich. Keine Ahnung. Probieren wir mal. Also, ich finde es irgendwie sehr salzig auf einmal. Entweder habe ich eine komplette Geschmacksverirrung, weil ich mir alles, weil ich mir die ganze Seele rausgebrochen habe die Nacht. Oder es ist irgendwie salzig, keine Ahnung. Ich merke jetzt zwar keine süßliche Note, das heißt ja auch, dass da Erdbeerstückchen drin sein sollen. Stückchen Erdbeer sehe ich halt jetzt nicht wirklich, aber... Wow. Ja, das ist die Kribbel. So schlecht, wie die anderen jetzt sagen, finde ich es aber gar nicht. Ja. Ist auch okay. Nicht zu trocken. Wir sind da hinten auf die andere Platte tun. Ja, warte, ich will essen. Irgendwie sehr spritzig, also. Ich kann den Hate nicht nachvollziehen. Normalerweise esse ich zu Bratwurst ja immer irgendwelche Soßen oder so. Aber ich glaube, die würde ich sogar einfach so essen, ohne was. Ohne Senf, ohne Ketchup, ohne irgendwas anderes. Also ich finde, die geht, vollkommen klar. Würde ich sogar nochmal kaufen. Wenn ich nicht 10 Euro für eine Packung bezahlen müsste mit 5 Würsten. Na egal. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein. Habt ihr schon mal die Erdbeer-Bratwürste von Karls getestet, schon mal gegessen. Kann man ja mal machen. Once in a lifetime. Sieht halt trotzdem irgendwie sehr interessant aus. Erinnert mich aber irgendwie an so wie so eine Käsekreiner oder wie die Dinger heißen. Nicht wie eine typische Bratwurst, denn durch diese Haut, die da drumrum ist und wie das so abspreiselt, ist das eher wie eine Knacker. Aber mit Bratwurstbrät drin. Und halt rosa, aber halt nicht. Ich merke nichts Süßes auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem aber erfrischend, prickelnd, anders. So muss es sein. So sieht eine Wurst aus. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Peace aus Vorhaut, euer Ramses. Peace aus vors Haus. Tschüss. Wo pisst du hin? Ich hab den Mund voll. Na, dann red doch nicht mit dem offenen. Ich hab den Mund voll gehabt. Ja, gestern im Hausflur unten lag eine Kackwurst und ich weiß nicht, wer da hingeschissen hat, einfach in den Hausflur. So, Peace House, Force House, genau.